Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Ecclesion. Bevor wir mit dem eigentlichen Char Waldläufer anfangen, will ich euch was zeigen. Und zwar habe ich mir zum ersten Mal, wie ich überhaupt Guild Wars 2 jetzt zock, mal eine Gemcard geholt oder eigentlich eine Gemcard. Gem, wenn man halt wirklich verdeutschen will. Oder Edelsteinkarte. Und ihr seht, ich tippe den Code ein und löse das ein. Das Gute an dieser Karte ist, muss ich sagen, ist, dass man keine persönlichen Daten angeben muss. Denn ich verstehe es nicht, wie man, wenn man zum Beispiel, okay, PayPal vielleicht, oder PayPal, aber wenn man eine PaySafe-Card nutzt, da ist eigentlich der große Vorteil, dass man keine persönlichen Daten angeben muss. Wieso muss man im Itemshop, wenn man halt so mit dieser Methode Edelsteine kaufen will, wieso muss man da persönliche Daten angeben? Ich glaube, dass es teilweise damit zusammenhängt, dass man nicht irgendwie Wechselkurse ausnutzen kann. Aber trotzdem, ich finde das nicht okay. Aber gut, wenn ihr eure Daten nicht angeben wollt, dann kauft einfach eine Edelsteinkarte. Amazon zum Beispiel bietet eine an, 2000 Edelsteine für 25 Euro. Und ihr solltet doch keine Versandkosten haben. Von daher, ihr müsst euch nicht mal außer Haus bewegen. Müsst halt nur ein, zwei Tage oder wenn ihr halt im Ausland seid, also nicht in Deutschland, sondern wie ich zum Beispiel in Österreich, da müsst ihr vielleicht ein bisschen länger warten, vielleicht 3 Tage. Aber es ist wirklich total easy und ihr müsst dann keine Daten angeben. Falls ihr es okay findet, Daten anzugeben, dann gebt ihr einfach an und zahlt einfach per Kreditkarte oder PayPal oder PaySafeCard. Oder wenn ihr in Deutschland seid, könnt ihr ja auch über Lastschiffverfahren, elektronisches Lastschiffverfahren müsst ihr laufen, bezahlen. Sucht es euch aus. Aber ich habe mir gedacht, ich spiele eine weibliche Waldläuferin, weil das habe ich in der Beta gemacht. Nur, dass ich ein bisschen den Char halt verändern werde und vor allem der Name. Der Name, das ist sowieso eine Portion des Ganzen gewesen, wo ich mir gedacht habe, okay, was mache ich? Weil ich wollte etwas, das wirklich zumindest von den Regeln einigermaßen zu einem Char passt. Größe und sowas habe ich mich auch entschieden, mach mal groß. Und ich werde mir hier wirklich auch ein bisschen Zeit lassen bei der Charakterstellung und werde auch alles kommentieren, weil das habe ich bis jetzt nicht wirklich gemacht. Die Charaktererstellungsvideos, die ich in der Beta gemacht habe, die waren ohne Kommentar, weil, naja, es gibt Leute, die mögen halt keine Kommentare bei solchen Videos. Und ich kann es vollkommen verstehen. Man will ja einfach nur gucken, was es halt gibt und braucht nicht irgendeinen Vollkoffer wie mich zum Beispiel, der hier sagt, oh naja, die Körperform, die ist schön, die andere, die ist nicht so schön und nicht so passend. Was ich auf jeden Fall nicht machen werde, ist ein weißer Char oder ein schwarzer Char. Sind zu stereotypisch irgendwie und sehr häufig verwendet. Ich habe gedacht, vielleicht so kuhfleckig wäre interessant, aber dann habe ich gedacht, okay, Char-Krieger ist irgendwie getigert, also gestreift. Vielleicht sollten, oder nicht gestreift, er hat eigentlich eher so Flecken wie Leoparde, glaube ich. Ich bin mir jetzt unsicher. Jedenfalls habe ich gedacht, ich will hier was Steifiges. Gehen wir auch mehr in einen Gelbton mit dem Fell. Und die Streifen sollten entweder wirklich dunkel sein, oder so eine richtig in Richtung Schokolade gehen, oder, also Schokoladenbraun, oder dass sie vielleicht wirklich hell sind. Ich mag so einen Kontrast. Bei der Farbauswahl von meiner Rüstung werdet ihr das auch sehen, dass ich meistens eher Kontraste mag. Wobei ich später dann dazu mich entscheiden werde, dass ich ein bisschen girliger rumlaufe mit dem Char. Das heißt rosa, pink, violett, lila. Ich weiß nicht wieso, ich finde es einfach nur lustig. Ich bin jemand, der gerne auch ein bisschen abnormales Zeugs nimmt und ja. Ich meine, man nimmt mich nicht umsonst das Ekel. Oh gut. Frisurenstil, da gibt es irgendwie nur wenige, die mir wirklich zusagen. Hier und da gefällt es mir, wenn es wirklich so größere Ohrringe gibt oder so einen Schmuck, dass es das ein bisschen unterschiedlicher macht und ein bisschen raussticht. Das hat man vor allem bei meinem Char-Krieger dann auch noch gesehen, wie ich halt in den Haaren nicht nur Zöpfchen habe, sondern auch vor allem Schädel. Bis es so Richtung Schamanismus. Hier habe ich mich auch gefragt, okay, was für eine Haarfarbe wollen wir nehmen? Habe mich dann eher für braun entschieden, weil das Schwarz, das ist, es gefällt mir nicht so sehr. Entweder ist es wirklich so ein dunkles Violett dann, oder ist es wirklich ein Schwarz mit extrem starken Weiß drinnen, das halt
das Licht reflektieren soll. Bin ich nicht so Fan von. Dann nehmen wir lieber ein Braun. Das ist okay. Sonst habe ich mir auch gedacht, als Hornstil. Was ich gerne gemocht habe, waren wirklich dieser Horntyp, der, okay, Gesichtstypen sind wir eigentlich. Ich mag eher was Junges und nicht wirklich in Richtung Katze gehen, sondern ein bisschen wilder. Der Stil wäre eigentlich recht cool, aber war mir dann doch ein bisschen zu maskulin. Nehmen wir lieber den vielleicht eher so in Richtung Rocks. Ich mag Rocks. Rocks ist eine coole Char. Aber beim Hornstil habe ich mir gedacht, Zahnräder. Ich kenne diesen Stil mit den Zahnrädern. Den werden wir auch sehen, hier den da. Der hat mir gefallen. Aber dann habe ich mir gedacht, okay, wenn ich den Ingenieur spielen würde und den weiblichen Char machen würde, dann wäre das die erste Wahl. Wäre das perfekt. Waldläufer dagegen müssen wir irgendwie was Wilderes auch finden. Und dieser Hornstil, der ist recht passend, finde ich. Sonst, wie gesagt, Zahnräderstil wäre wirklich meine Wahl. Ich sage, okay, den finde ich cool. Den mag ich. Horngröße kann man eigentlich einstellen, nur das Interessante ist, bei dem Zahnräderstil sieht man auch einen Unterschied, bei dem hier nicht. Was ich sehr interessant gefunden habe, teilweise auch ein bisschen mir gedacht habe, das ist echt seltsam, wieso kann ich das nicht ändern? Ich bin einer, der bei so Sachen wie vor allem bei den Gesichtern, wenn er Regler hat zum Einstellen, die nicht wirklich so gern benutzt. Denn wenn man zu viel von den Standardwerten abweicht, dann sieht das grauenhaft aus. Dann sieht das wirklich nicht mehr hübsch aus. Bei den Augen habe ich mir auch gedacht, ich will mehr so einen Katzenstil haben. Das heißt, der Hintergrund, da müsste wahrscheinlich auch gelb sein. Und die Pupillen einigermaßen groß, nicht zu groß, weil sonst glaubt man entweder die Katze oder hier der Char sei auf irgendwelche komischen Substanzen oder er hat es irgendwie mit dem Licht. Ja. Aber gut. Wie gesagt, Regler, ich werde sie einfach mal verschieben und mir das ansehen, aber ich bin dann nicht so ein Experimentierer. Ich schaue es mir vielleicht kurz an, aber belasse es meistens eher in der Mitte. Es gibt einige Ausnahmen, zum Beispiel Ohrengrößen oder sowas. Da mache ich es dann groß, zum Beispiel bei einem Char, weil es dann hübscher aussieht. Schöne große Ohren. Bei meiner Katze mache ich auch ihre Öhrchen und kraul die gerne. Deswegen wisst ihr auch, wieso ich Char mag, weil Katzen, ich mag Katzen. Aber nicht nur das, sondern Char sind auch von der Mentalität halt total mir zusagen. Sie sind halt direkt, sie sind wild, sie sind aber auch sehr geordnet, lieben die Disziplin, haben ein festes Rangsystem, das auch einigermaßen, nicht einigermaßen, sondern sehr stark auf Stärke basiert, aber auch sehr auf Talent und vor allem auf Wahlen. Und naja, wir könnten jetzt das Thema Religion noch mit reinnehmen, aber sie sind nicht wirklich religiös. Ich bin es einigermaßen, aber jetzt nicht so hart. Also ich weiß nicht genau, wann ich das jetzt mal in der Kirche war, aber ich habe definitiv einen Glauben, aber einen recht toleranten Glauben. Und ich pick mir das Schönste raus. Von daher würden die meisten Jesus sowieso schreien, dann Frevel. Ja, Kopfgröße muss man vorsichtig mit sein. Nicht zu groß, lieber den Standardwert lassen. Kommen wir jetzt zur Rüstung eigentlich schon. Also wir sind recht schnell unterwegs für meine Verhältnisse, weil meistens brauche ich dann wahrscheinlich doch 10 oder 15 Minuten, bis ich mich dann entschieden habe, je nachdem, wie viele Optionen es gibt. Ich meine, ein anderes MMO, das ich mal in den WZK ist, vorgestellt habe, und ich glaube, das war das einzige und das letzte MMO in meinem WZK ist bis jetzt, dann wisst ihr, dass die Charakterstellung zumindest in einem MMO-RPG recht wichtig ist. Weil man spielt immerhin eine Rolle oder baut sich einen Charakter zusammen. Und da sollte man einiges an Auswahl haben. Wenn nicht, dann ist es ein bisschen arm. Meiner Meinung nach. Ihr seht auch, ich mag diesen Kontrast zwischen Rot und Grün. Ich weiß nicht wieso, aber ich finde es einfach toll. Hier haben wir jetzt die Wahl zwischen drei Haustier nicht wirklich, aber zwischen drei Begleitern, Tiergefährten. Und ich finde einfach, der Verschlinger ist passend für Char. Weil sie verbindet auch eine recht lange Geschichte. Und wenn ihr vor allem auch in Ashford ein bisschen am Questen wart, dann wisst ihr, dass Verschlinger vor allem halt von Char gezähmt werden. Die Drachen,
diese Flussdrachen und so, die sind auch bei den Schafertäten, sind auch einigermaßen beliebt, sind aber auch vor allem bei Menschen einigermaßen bekannt. Wenn ihr da halt im Königinental unterwegs wart, dann seht ihr auch, da gibt es Menschen, die die Eier klauen, farmen und was weiß ich was. Dann kommen wir hier vor allem, wie wir mit schwierigen Situationen umgehen. Wildheit. Char definitiv Wildheit. Sonst hätte ich vielleicht noch gesagt, hier Ehrgefühl, glaube ich, wäre das, oder das halt in der Mitte, das Krönchen. Aber ja. Dann auch noch hier die Frage, zur welchen Legion wollen wir? Eisenlegion wäre einigermaßen okay, nur das Problem ist, als Weitläufer, man benutzt nicht wirklich Schusswaffen. Von daher wäre dann Aschenlegion eher was. Weil als Waldläufer, meiner Meinung nach, ist man jetzt nicht wirklich der, der sich am meisten versteckt und im Verborgenen unterwegs ist, aber man ist ein absolut guter Scout. Man kennt sich mit der Umgebung aus, kennt sich mit den Tieren aus, kann recht gut halt auch sehen, hat gute Augen und deswegen ist man ein guter Speer und das braucht auch die Aschenlegion, weil die ist entweder mit Meuchelmord beschäftigt oder halt mit dem Beschaffen von Informationen. Als Partner, da habe ich mich auch gefragt, wen nehmen wir? Reaver wäre recht cool, aber ich habe mir gedacht, ich will was Spaßigeres haben. Ich will mal einen lustigen Charakter haben, weil Euri war recht cool und lustig. Sie hat einigermaßen auch gut zu unserem Char gepasst. Aber ja, nehmen wir hier Winsling. Ich habe den auch in der Beta damals gehabt und er ist wirklich witzig und klein und irgendwie so süß, obwohl er ein Wächter ist. Und Clownsporn wäre auch cool gewesen. Ich kann mich einfach kaum entscheiden. Maverick wäre auch nice gewesen, aber Winsling, im Englischen glaube ich heißt er auch Dinky. Dinky, ja, Dinky ist süß. Ich mag ihn irgendwie. Weil er ist leicht in der Entwicklung zurückgeblieben. Wenn ihr versteht, was ich meine. Zumindest kommt er so rüber. Und er ist sehr naiv. Ich weiß nicht, wie alt er ist. Ich weiß nicht, ob er wirklich jung ist oder nicht. Hier haben wir dann die Wahl, was unser Zeuge eigentlich war. Ob er ein Schamanhexer war, ein tapferer Soldat oder ein Gladium. Ich habe mir gedacht, Gladium würde am besten passen, wobei Schamanenhexer wäre auch interessant gewesen. Aber Gladium würde gut passen zu einem Char-Waldläufer. Ein Schamanenhexer wäre vielleicht interessanter gewesen bei einem Necro oder bei einem Elementarmagier sogar. Weil dann könnte man sagen, ja, Schamanenhexer, Hexer, meistens halt Flammenlegion und so. Und ja, wäre recht gut gewesen. Aber gut. Zum Namen. Ich habe mir gedacht, ich nehme eher was aus dem Osten als Vorname, weil der Vorname, der ist einigermaßen frei wählbar. Nur der Nachname, da habe ich mich echt gefragt, okay, was nehme ich da? Was nehme ich da wirklich? Und bei den Char ist es so, der Nachname ist eine Kombination aus zwei Wörtern. Und die Reihenfolge ist eigentlich egal. Denn das eine Wort symbolisiert quasi die Familie und die Familie ist der Kriegsband, also der Warband, in dem man halt unterwegs ist und schon mit als kleines Kind reingesteckt wird oder als kleiner Welpe. Und das zweite Wort beschreibt meistens die Natur oder das Talent des Char. Und ich habe mir gedacht, irgendwie Treuauge wäre vielleicht nicht schlecht, weil wir halt gut sehen. Ich bin Char. In dieser Welt ständiger Kämpfe bin ich die tödlichste aller Waffen. Ich erkenne keine Macht an, nur die geballte Faust meiner Legion. Mit Kampfmaschinen haben wir unsere Götter getötet. Wir haben unsere Heimat Ascalon zurückerobert. Auf den Gräbern der Feinde flattern unsere Siegesbanner. Wenn wir schwanken sollten, könnte er uns durch die Klauen rinnen. Sieg um jeden Preis. Verborgenes ist mein Leben und mein Tod. Wo die Gefahr ist, will ich sein. Ich kämpfe im Dienst der Asche-Legion. Ich bin die Klinge in der Dunkelheit. Ich habe mir den Respekt meiner Kameraden verdient und für den Bedarfsfall Bündnisse geschmiedet.
Meine Legion lehrt Tarnung. Geduld, Täuschung. Wir kämpfen, wo die Zitadelle es befiehlt, aber nur für die Sache der Asche-Legion. Heute zieht die vereinte Armee der Schwarzen Zitadelle gegen die Geisterplage zu Felde. Ich bin zur Verstärkung des Bollwerks eingeteilt. Soll die Blutlegion blind in den Tod stürmen? Soll die Eisenlegion ihre Kriegsmaschinen bauen? Ihr findet mich in den Schatten. Das ist meine Geschichte. Okay, recht hübsch, aber Voice Acting könnte ein bisschen besser sein. Es ist teilweise für mich ein bisschen zu abrupt hier und da mal, wenn ich auch verstehen kann, wieso, aber trotzdem. Und mir fehlt ein bisschen hier das Rauchigere in der Stimme und vor allem auch das Knurrendere. Zu meiner Verwunderung gibt es hier auch andere Leute, die unterwegs sind. Hätte ich wirklich nicht gedacht. Und durch die Deluxe Edition haben wir auch ein paar Starter-Items, wobei die zwei, also ein Ring und naja, den Golem-Banker. Ne? Nicht jetzt das Beste, aber ist okay. Gut, wir werden uns dann auf den Weg machen. Was ich mir auch vorgenommen habe, auf jeden Fall, ist, dass ich eher einen Nahkampf-Waldläufer spielen werde. Aber wir werden noch sehen, wie sich der Waldläufer entwickeln wird. Und ich werde auch recht viel leveln, glaube ich, mit ihm. Ach, vielleicht nicht so schnell wie mit dem Krieger. Ich habe neue Befehle für euch. Ja, dann geben wir uns die Befehle. Haltet euch den Rücken frei. Ja, also, was ich sonst noch sagen wollte, der Name, wie gesagt, in einem Kriegsband, Warband. Ich mag das Wort Warband irgendwie mehr. Es ist so, dass halt diese zwei Wörter da sind. Und es gibt jetzt zwei Möglichkeiten, wie halt Treuauge zustande kam. Entweder der Warband heißt halt Auge. Und dann gibt es verschiedene Eigenschaftserklärungen noch. Treuauge, weil halt Anjali hier eine sehr, sehr gute Waldläuferin ist, ein sehr gutes Auge hat und auch Gefahren von Weitem schon erkennt und sie gut einschätzen kann, die Lage. Wäre eigentlich eine recht gute Erklärung. Oder man kann es auch umgekehrt sehen, dass das Warband halt einfach treu heißt. Und dann gibt es zum Beispiel jemanden, der heißt Treuklinge, Treu, keine Ahnung, Schild oder sowas. Und dass sie halt wirklich loyal sind. Aber um ehrlich zu sein, die meisten Char sollten loyal sein. Wenn nicht, dann sind sie Gladium und werden sowieso verachtet von allen. Aber ja, also, wie gesagt, Auge, Warband. Sehr zum Name, aber ist so. Nein, du stirbst heute nicht. Wir reden mit dir aber. Ich brauche eure Hilfe. Tribun Brimstone hat mich in die Gruft befohlen. Aber ich bin zu erledigt. Ich schaffe das nicht. Was ist da so wichtig, dass der Tribun der Blutlegion sich persönlich darum kümmert? Der Geist von Herzog Baradin ist viel stärker, als wir gedacht haben. Seine Armee hat gerade unsere Verteidigungslinie durchbrochen. Ridlock wird in Frontal angreifen. Wenn er es schafft, wird es Wochen dauern, bis sich der Geist neu gebildet hat. Und wir können unseren Verteidigungsring wieder aufbauen. Schon unterwegs. So, also wir dürfen Baradin mal wieder besiegen. Und werden hier auch auf den ein oder anderen NPC treffen, mit dem wir befreundet sind, der halt in unserem Warband drin ist. Aber ich habe jetzt nicht genau hingeguckt und nicht genau das ausgenutzt, um mir das anzusehen, wer denn alles hier ist. Vincent ist zum Beispiel da. Und wir werden auch in Zukunft ein bisschen mehr hören von ihm. Hier und da werde ich wahrscheinlich über einige Dialoge halt labern, weil sie nicht ganz so signifikant sind. Außer von den zwei, Eury ist da und Winsling. Und ja, es sind ganz kleine Sachen, die werde ich einfach drüben, also bei denen werde ich drüber labern und sonst werde ich eher versuchen, halt meine Klappe zu halten, damit ihr es hören könnt. Vor allem ist es diesmal Deutsch, ihr versteht es. Das heißt, wir werden uns auch mehr mit Extra-Infos beschäftigen, mit der Spielweise vom Waldläufer vor allem. Das würde ich, denke ich mal, recht interessant finden.
Und dann vor allem halt also neben den Zusatzinfos dann auch noch nebensächliche Sachen, die so auffallen, die zu tun sind. Und natürlich auch meine Kritik. Weil ihr wisst, ja, ich bitch gerne rum. Okay. Deswegen wäre ich gerne hier alleine drin, weil dann hätte ich mir das alles in Ruhe alleine anschauen können. Aber dadurch, dass zwei andere Spieler da waren, die sind halt durchgerusht und haben gesagt, wir wollen das jetzt machen. Und dann habe ich mir gedacht, naja, läuft dann auch mit. Vielleicht sieht das ein bisschen epischer aus, wenn zwei andere Leute noch da sind. Um ehrlich zu sein, wirklich viel epischer sah es nicht aus. Aber es ist auf jeden Fall ein nettes Konzept, dass man gleich am Anfang gegen einen riesigen großen Boss kämpft mit Level 1. So, dass er Wochen braucht, um wieder zu erscheinen. Abmarsch! Ich habe auch das Gefühl, dass männliche Char irgendwie in der deutschen Version ein bisschen besseres Voice Acting haben als weibliche, wobei es wirklich situationsbedingt ist. Die weiblichen Char, die klingen auch recht gut. Die können gut klingen, sagen wir es so mal. Ich bin gespannt, wie sich das noch entwickeln wird. Vielleicht ist es noch hier für mich ungewohnt und deswegen gefällt es mir noch nicht so ganz. Eingraben? Nee. Graben wir lieber die Geister aus. Ich will sie fertig machen. Momentan laufen wir auch mit einer Axt rum. Ich bin mir auch noch unsicher, welche Waffenkombination ich nutzen werde. Ich meine, so Sachen wie Großschwerter und Einhandschwerter sind cool. Denn das Schöne ist beim Waldläufer, er hat beim Auto-Attack, also beim automatischen Angreifen, hat er schon Ausweichen mit drin. Das ist Baradin. Und den werden wir jetzt runterschlagen. Also weicht gleichzeitig auch aus, immer wieder beim Attackieren, was es recht angenehm macht. Falls ich über irgendwas Interessantes mal rüberlabern sollte, dann könnt ihr es auch lesen im Chat. Und wir töten euch weiter, bis ihr das versteht. Wir haben sein Land niedergebracht und die Asche vergraben. Erinnert ihn daran. Vorwärts, Legionen, erledigt ihn. Ich muss sagen, das Axtspielen ist auch recht interessant. Hey, Baradin gibt jetzt für eine kurze Zeit Ruhe. Ja, das Schöne ist an der Axt wirklich diese mittlere Reichweite. Man ist nicht wirklich ganz weit weg, aber man ist auch nicht ganz nah dran oder muss es zumindest nicht sein. Ich habe von eurer Leistung in der Gruft gehört. Bin beeindruckt. Das Kommando hatte Tribun Brimstone. Ich habe nur meine Arbeit getan. Stellt euer Licht nicht unter den Scheffel. Ihr wart Teil der Truppe, die Baradin bezwungen und den Geisterangriff abgewehrt hat. Rauchheim ist jetzt sicher und ihr habt mit dazu beigetragen. Aber die Leute sind immer noch nervös. Es wäre gut, wenn sie sähen, dass jemand wie ihr da ist und sich kümmert. Je schneller wir hier für Ordnung sorgen, desto früher sind die Legionen wieder einsatzbereit. Ihr könntet helfen. Ich hätte lieber Freiwillige, aber wenn Befehle nötig sind, werde ich sie erteilen. Das wird nicht nötig sein, Legionär. Ich melde mich hiermit freiwillig. Sehr schön. Wir haben uns freiwillig gemeldet. Okay, wir nehmen die erste Belohnung an und werden dann in der nächsten Episode mal anscheinend ein oder zwei Events machen müssen, damit wir weiter vorankommen in unserer persönlichen Geschichte. Ich hoffe, euch hat es bis jetzt gefallen. Falls ihr Fragen habt zum Waldläufer oder zu irgendwas anderem, dann könnt ihr mir diese schreiben. Und ich hoffe, wir sehen uns dann einfach beim nächsten Teil, wo wir dann ein bisschen mehr noch hören und mehr sehen. Außerhalb der schwarzen Zitadelle, auf Land, das wir von den Menschen zurückerobert haben. Von dort aus planen wir unsere weiteren Vorstöße Richtung Osten und Norden. Wir werden auf Widerstand der Flammenlegion treffen und mit einer askalonischen Geisterplage zu tun haben. Die Legion brauchen alle verfügbaren Kräfte. Danke, Speer. Danke für die Information. Das wollte ich noch drin lassen. Auf euren Abenteuern werdet ihr magische Asura-Wegmarken finden, die ihr gegen einen kleinen Obolus benutzen könnt, um das Land rasch zu durchreisen.
Ich bin sicher, ihr werdet viele anspruchsvolle Herausforderungen finden und eure Fertigkeiten verbessern. Frage des Tages. Wann habt ihr das erste Mal oder überhaupt einmal gehört, das Wort Obolus? Das würde mich mal interessieren. Okay, bis dann.